Guten Morgen, wenn ich euch ansehe, Familie sieht, wie ich euch in Farsch lesen, in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie in Jutsub handelt, wir sind immer wahrer, war ich aufhängig von dieser Genur. Überhaupt den Genur, dass wir den Glauben kommen, dass Gott uns die Genur schenkt, und ich denke, ich kann das Leben gehen. Brücken wie Genur. Wir brücken diese Genur von Gott. Und wir brücken aber auch dessen Frieden von Gott, um das Leben zu gehen. Du sei von aufhängig. Und ich freue mich, dort, wie du die Hoffnung hast. Dort wie immer diese Genur, dort uns die Versprechung gegeben worden ist. Dort wie du auf am Rechnen. Wir haben aber immer gut, ja immer top zu beten, aber uns top. Überhaupt nicht. Jesus, wir danken dir, dort wie du auf den Wuten entgegen. Wir danken dir, dass dein Wort uns Hoffnung gibt. Wir danken dir, dass dein Wort uns Versprechungen gibt. Und Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns Versprechungen gibt, dass du immer bei uns sein. Und Herr, help uns, immer war uns zu verloren. Und Herr, in diesem Moment, wenn wir an dein Wort entgegen, Herr, schenke Gelotenheit, schenke, dass dein Wort kann zurückkommen, dass du dort gemeint hast. Und Herr, in eurer kontinuierlichen Bewegung, du anbete ich dich. Amen. Ich habe das Thema in dieser Woche überschrieben, alles aus Gottes Hand nehmen. Alles aus Gottes Hand nehmen, das einzige Mal Schwan da tun, was gesagt. Aber mir haben einmal eine Hand von einer Person im Neuen Testament, woher alles aus Gottes Hand nehmen soll. Und ich denke, er ist ein wunderbares Beispiel für uns, und sie nennt es Joseph. In mir nennen Leuten da, man einfach tauscht tun, bei uns kassen wir trauen, zum Checken, wo wir mit denen umgehen, wo wir denen ja handeln können. Und wir sollen auch von gerade sehr in der Rückkehr. Dort ist ein breiter Träumer von Joseph sein Leben. Ich war dort für sie in Charta zu merken. Ich war dort mit den Frauen stellen. Dort war immer ein bisschen mitgekommen, was Joseph belebt hat. Wir haben alle in unserem Leben manchmal Dinge, in unserem Leben, wo wir Entscheidungen treffen haben. Es sind viele Umstände in unserem Leben, wo wir manchmal einfach sagen, wir müssen Entscheidungen treffen. Da passieren Dinge in unserem Leben, dann ist es immer die Frau. In welcher Hand nehmen wir dort? Nehmen wir in Gottes Hand oder nehmen wir in unsere eigene Hand? Und du hast die große Unterscheid. Und ich denke, dort, wo wir sagen, wo Joseph sein Sichtband wird. Ich will mal anfangen, diese Frage zu stellen. Wo kann Joseph damit umgehen, damit zu denken, dass er von seinen Brüdern erstens gehost wird? Wo ging er damit um? Du wirst ein Jünger. Zweitens, wo kann er dort handeln, dass er von seinen eigenen Brüdern in einen Baum geschmissen wird? Luther, du ab auch verkauft worden, in Ägypten geschickt und danach aus einem Sklave verkauft worden in Ägypten. Die nächste Frage ist, wo kann Joseph damit umgehen, dort am Ende gestoppt wird für die Sünde, wo er nicht mehr anging und du viele Jahre im Gefängnis gesehen hast. In der Hinsicht haben, wo er sagt, ich will mich nicht gegen Gott versündigen. Wo können wir das handeln? Er stimmt immer für das Wort an. Ich will mich nicht gegen Gott versündigen. Tat uns Eva, ich will mich nicht versündigen, du für ein Angestab. Du für viele Jahre beim Sein. Ich habe mir die Frage gestellt, wo verliert Joseph nicht den Mut? Ich denke, das sind alles Frauen, die sagen, wo können Joseph das handeln? Wir sollen doch bei Durteil Joseph sein Leben in Ägypten bloß bei aufgehen. Verkauft worden, danach im Gefängnis. Sein Leben, dort war es eine Erniedrigung in sein Leben. Aber da kam ein Tag, da kam eine Erhöhung für sein, in sein Leben. Pharao hat ihm einen Traum gehört, von diesen sieben Vaterkirchen, von den sieben Dänekirchen, keiner könnte an den Traum dienen. Und Joseph könnte den Traum dienen.
Und du fängst immer eine Erhöhung in sein Leben an. Heute könnt ihr den Traum dienen. Und du abhauen, dass er den Traum dienen kann, hat Pharao auch versprochen, er würde die Tochter geben, die Tochter geben, die den Traum dienen kann. Ich denke, in Josephs Leben, ich habe auch noch klar erkannt, wo er damit umgegangen ist, indem das heute den ersten Sehen den Namen geben darf. Und du aber uns einmal ein klein bisschen Gedanken rüttelt. Ich denke, du bist eigentlich erst einmal ein, wo wir können verstehen, worauf Joseph das handeln könnte. 1. Mose, Kapitel 21, Vers 51. Ich werde den Vers mal lesen. Und Joseph gab den Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach: Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und den ganzen Haus meines Vaters. Das Nun Manasse, der bedient einfach, der vergessen lässt. Wie soll natürlich, was habt ihr für jeden könnt? Hier soll wie Joseph seine Einstellung. Oder, ja, woher du eben handeln darfst, dort ist, Gott hat mich lassen, vergessen. Heute nimmt, erstens, das nimmt er auch Gott seine Hand. Gott hat mich gehalten, dort für jeden, was sagt er, die Mühsal, die er in Ägypten gehört hat. Seine schwere Tiden, was er in Ägypten gehört hat, die hat Gott am Haupen, was für jeden. Zweitens, was Gott am Nachhaupen gehalten hat, für jeden, das ist seines Vaters Hause. Ich denke, damit, weil Joseph sei, dort, wo in seinem Führer sein Haus passiert ist, dort hat Gott am gehalten, für jeden, den Wald, was seine Brüder am Ende tun haben. Wir sollen hier einfach hin, um das nicht in seine Ehe hängen. Er hat nicht natürlich versagt, das nicht mit seine Ehe Kraft zu tun. Sondern Gott hat am gehalten. Nicht heute in sich selbst. Und ich denke, du hast eine große, große Wahrheit dabei. Den zweiten Sehen, den Namen, ich da kurz auf den zweiten Sehen. In dem Jahr hat er auch einen Namen, und der heißt Ephraim. Der 52. Vers. Den zweiten aber gab er den Namen Ephraim, denn er sprach: Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Ephraim, der bedient so viel große Fruchtbarkeit. Wie sein du, wo Joseph in Däubsen sein Leben wir, du hast Gott am fruchtbar gemacht. Nicht heute sich selbst, sondern Gott hat am fruchtbar gemacht. Und Luther war hier auch in der ganzen Land aus Eberstein gesagt, in dem sie es heute ganze der Arten umgeben dort und dort annehmen und dort verwalten dort. Ich denke, wir sollen hier auch ein Port von Joseph seine Einstellung, wo er mit Dingen als umgegangen hat. Er hat dort Gott seine Hand hat er dort rückgenommen. Er hat sein Vertrauen auf Gott gesagt. Den zweiten Gedanken ist, wo kann Joseph reich mit seinen Brüdern umgehen? Wo kann er dort? Wo ging er mit ihm, als er sich erkannt hat? Dort fing wir in 1. Mose 44 den zweiten Vers, in den dritten Vers, wo er sich der Erkan läuft. Und der zweite Vers, hier ist der, wo Joseph auch nicht mal da kann uithauen, dort er verstärken, dort er Joseph wird, dort er aber Probe gestellt hat, dort er den kleinen Bruder will durchhauen, dort ein Bruder sich dann vertellen wird. Nach uns hast du, das ist hier in der wo sein Bruder sich mit Joseph überreden hat, wo er dort geht und so wieder. Du hast eins gehört, ich konnte Joseph nicht mehr dort 300 hei Joseph ist. Der zweite Vers sagt, und er weinte laut, dass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Joseph sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Joseph, lebt euer Vater noch? Aber seine Brüder könnten ihm nicht antworten, so stürzt waren sie vor ihm. Wenn wir denken, heuer,
wie sein absolutamente keine Bitterkeit in Arm gegen seine Brüder, gegen Eber. Wir sehen dort, wo wir jetzt in den einfachsten Vers lesen, der hat wirklich könnt für jeden, was in der Vergangenheit gewesen wird. Joseph kann sagen, nun hat er die Autorität, nun wird er mit seinen Brüdern mal wissen, wo sie dich umhauen. Nun hat er das nicht. Warum hat er das nicht? Wenn ich gleich habe, erkannt, dass im ganzen dieser Leben, da wir Gott sein wollen. Gott sind weiter hängen. Warum muss den fünften Vers lesen? Denk, da zog eine Usiak, wie Wort Joseph so handeln, da ist er da. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur eurer Lebensrettung hat Gott mich für euch hergesandt. Wahrer. Gott hat am in Ägypten verkauft. Das Wort für eine große Lebensrahrung, wie eine große Hungersnot, wo du soll sein. Der achte Vers sagt, Herr, das war er. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zu dem Herrn über den ganzen Haus und den Herrscher über das ganze Land Ägypten. Hier sei war er einmal. Gott hat am in Ägypten gebracht. Und wenn wir kicken, wo Pharao, Jakob gestorben ist, bekommen seine Brüder noch einmal eine große Angst. Und ist der Joseph sein Vater dort, wo er sich gegen uns drehen. Und dann kommen seine Brüder an der Zeit, wo Jakob bestellt hat. Dort so und Joseph wiedergeben. Bauen wir den 1. Mose 50, Kapitel 19, Vers 20. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich dann an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mit mir zwar böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es hinauszuführen, wie es jetzutage liegt, an ein zahlreiches Volkes am Leben zu erhalten. So, Josef hat nicht gekannt, okay, mein Bruder hat mich in Ägypten verkauft, ist alles gut. No. Er sagt, seine Brüder, die dachten, das schlecht mit mir zu merken. Aber Gott hat was im Ziel. Er gedacht, das Gott zu merken. Wie soll ich denke, jetzt eigentlich Schlädelfarsch von Joseph sein Leben können sein? Fährten denkt wie in uns Leben so, alles, was mich tot traf, das soll er bis verdammt hat. Wie soll ich einzig mal das Konzern, dass Gott was im Ziel hat? Dass wir können Gott seine Hände nehmen. Wir haben alle verschiedene Umstände. Ich wollte keine Umstände nennen. Wir sind alle verschiedene Bereiche. Wir haben alle verschiedene Dinge, was wir in unserem Leben durchgehen. Jeder einer verschieden. Was nicht die Frau, ich will von der Hand nehmen, wie die Dinge, was uns Pferd nicht so interessieren. Mit unserer Hand, aber mit Gott seine Hand. Und ich denke, du hast eine große Unterscheid. Ich denke, wenn wir das wollen mit unserer eigenen Vernunft sein zu tun, an den Dingen entgegen zu gehen, da kann sein, dass wir straucheln, dass wir abgeben. Da kann auch sein, dass man mit unserer eigenen Kraft, mit unserer Selbstwahl, nicht mit Gott in die Hände nehmen, dann kann Gott uns wirklich durchbrücken, wenn wir uns in eine Niederlage nehmen wird und so wieder. Wir sollen Joseph war durch, fängt unter Blühen, im Däubsten von seinem Leben. Du, wo er heute im Gefängnis im Däubsten wird, du kommst heraus und er wird fruchtbar. Er wird sein Leben von uns aus sich zu blühen. Gott hat wunderbar fair mit Josephs Leben. Ich denke, wenn wir Dinge in Gott sein heimnehmen, wo wir dich besser drehen können, ich denke, Gott wird dich auch verherrlichen. Und ich denke auch, dort ist du, wenn wir Gott sein heimnehmen, dort ist die Struktur, wo wir brückbar waren im Singenreich, dort hin umkommen, hochgehoben worden. Mach der Herr sein Gut segnen.